Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft Novas Geheimmission im dritten Paket. Wir haben beim letzten Mal die zweite Mission abgeschlossen und wir haben die Protoss-Flotte vernichtet. Die Tal'Darin-Flotte, angeführt von Alarak, ist jetzt Geschichte. Aber leider ist in dem ganzen Chaos General Davis wieder entwischt. Ich hoffe, das klärt sich allerdings noch. Ich hoffe, wir werden sie wiederbekommen. Mal schauen, was denn unsere Lagebesprechung so hergibt. Daran sehe ich nicht, der Terranerin. Ihr habt euch heute einen mächtigen Feind gemacht. Du dir auch. Ist das so? Eure Anmaßung ist äußerst unterhaltsam. Komm nie wieder zurück. Nova, die Tal'Darin ziehen sich zurück, aber der Schaden ist hoch. Jetzt wird es noch schwerer, das Volk zu überzeugen, dass Außerirdische keine Gefahr sind. Genau deshalb haben die Verteidiger der Menschheit die Protoss auch angegriffen. Davis wird alles daran setzen, die Unterstützung der Öffentlichkeit zu erlangen. Koste es, was es wolle. Genau wie mein Vater. Davis wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Finden und verhaften Sie sie, damit sie vor Gericht gestellt werden kann. Verhaften? Das haben wir schon versucht. Vergeblich. Es gibt nur einen Weg, sie zu stoppen. Nein. Ich habe öffentlich erklärt, dass Davis sich vor Gericht verantworten muss. Bringen Sie sie mir lebend, Nova. Ja, Imperator. Nova, unsere Befehle sind recht eindeutig. Es ist bereits Stunden her, seitdem wir den Kontakt zu Davis' Schiff verloren haben. Aber hier ist ein Notruf von der Zerrus-Werft. Ein Schiff der Liga hat das Feuer auf den Rest der Flotte eröffnet. Davis, bringen Sie uns hin. Zerrus-Werft ist ein strategischer Stützpunkt der Liga. Dort werden im Kampf beschädigte Gorgonenkreuzer repariert. Die Koordinaten der Werft sind geheim, aber Davis kennt sie. Und die Führungsriege der Verteidiger unterstützt sie immer noch. Aber was hat sie vor? Scheinbar hat sie ihr Schiff verlassen, um den Xanthos zu aktivieren. Eine experimentelle Kampfmaschine mit einem Arsenal schwerer Waffen. Sie wird mit der Flotte kurzen Prozess machen. Ohne die Schiffe kann Valerian den Zusammenhalt der Liga nicht sichern. Wie schalte ich den Xanthos aus? Der Xanthos trägt eine Prototyp-Panzerung, die direkten Angriffen widersteht. Aber durch fokussierte Angriffe auf die Waffen können Sie sie deaktivieren und ihn zum Rückzug zwingen. Bei der Reparatur ist der Xanthos verwundbar. Sie werden sich dafür vermutlich an einen sicheren Ort zurückziehen. Wenn Sie dann Ihre Verteidigung durchbrechen, haben Sie die besten Chancen, ihn zu zerstören, Nova. Natürlich. Ich kümmere mich drum. Wie immer. Ja, dann wollen wir noch mal schauen, was die Nachrichten Nach da mal sagen. Nach einer langwierigen Schlacht konnten Liga-Streitkräfte die Protoss-Flotte auf Varduna zurückschlagen. Augenzeugen zufolge kämpften einige der Verteidiger der Menschheit gemeinsam mit der Liga, was bedeuten könnte, dass sie erneut dem Imperator ergeben sind. General Davis konnte offenbar entkommen. Für Angaben zu ihrem Aufenthalt wurde von Seiten der Liga eine Belohnung ausgesetzt. Tja, ja. General Davis ist leider entkommen. So, können wir noch irgendwas aufrüsten? Wollen wir noch irgendwas ausrüsten? Wir wollen vor allen Dingen hier auf Marines gehen natürlich. Was könnte man hier noch machen? Ausbildungszeit, das ist ziemlicher Quatsch. So, Stimpaks ist einfach das Einzige, was da wirklich Sinn macht. Es könnte sein, dass wir in dieser Mission wirklich Kreuzer nutzen, weil das könnte ich vorstellen, dass wir diesmal schwere Einheiten benötigen. Ja, aber keine neuen Upgrades, von daher ist das ziemlich egal. Liberator könnten was machen. Verringert die Bauzeit von Falken. Das haben wir doch alles schon. Okay, ich glaube, ich muss hier jeweils auf einmal auf Neu klicken, damit das hier nicht mehr so blöd angezeigt wird. Weil das kennen wir eigentlich alles schon.
Cloaked Reaper, wo kommen wir denn da hin? Technologie, nee, nicht Technologie, Ausrüstung. Wollen wir da was ändern? Da wir, ich glaube ja, in dieser Mission könnten wir, glaube ich, ja, wobei... Ich vermute mal, dass wir mit dem Indoktrinationsvisier nicht den Xanthos, oder wie hieß er, übernehmen können. Ich vermute, dass das nicht geht. Deshalb... Reichweite... Na, machen wir lieber das nochmal. Das Cloak-Ding ist halt schon nicht schlecht, ne? Dauer-Cloak. Ich meine, wenn ich andere Einheiten steuern muss, dann werde ich die anderen Sachen sowieso nicht machen. Von daher, da werde ich sich auf Passivsachen halt zurückgreifen. Weil das sonst zu viel Aufwand ist. Naja, wir starten jetzt einfach mal in die Mission, zerstören Sie den Xanthos. Okay, da sind wir in der Mission. Xanthos befindet sich derzeit hier, Nova. Admiral Horners Truppen haben bei den angedockten Gorgonenkreuzern Stellung bezogen. Ich habe mir gedacht, dass es nützlich sein könnte, nochmal die Frequenzen der Verteidiger abzuhören. Machen Sie sich bereit zum Ausrücken. Eher werden wir für Arcturus sterben, als seinem Mörder zu dienen. Tja, General Davis wird sich nicht so einfach ergeben. Bestätigt. Da sind ja, glaube ich, noch ein paar andere Interessen im Spiel. Ah, wir sind ja auf einem Highground. Das alles klar. Ich muss eben hier mal die Situation erstmal überblicken. Ist ja gar nicht so einfach. Ich denke, wir stellen mal eben die Panzer hier so auf. An der Choke hier ist gar nicht schlecht. General, wir haben Gesellschaft. Es ist der Ghost, der entkommen ist. Natürlich. Wir werden uns um sie kümmern. So, da wir jetzt schon Orbital haben, können wir mal eben hier direkt das Ganze nutzen für zusätzliche Vorräte. Mules können wir leider nicht schmeißen. Und ja, wir werden trotzdem wieder hauptsächlich Marines bauen, denke ich. Vielleicht ein paar Liberator dazu. Das halte ich für einen ganz guten, Plan. Da kommt ein Angriff. Das ist ja jetzt ein bisschen blöd gelaufen, dass er von genau der falschen Seite kommt. Hier. Schon? Ein bisschen gemein. Aber naja, wir haben ihn ja ausschalten können. War ja nicht so wild. So, aber das lässt mich doch dazu veranlassen, nochmal zwei Tanks zu bauen und mit denen dann hier die andere Seite auch noch zu sichern. So, orbitale Depots. Und ich würde auch direkt ganz gerne mit Upgrades hier starten. Rücken Sie mit dem Xanthos vor und greifen Sie einen Gorgonenkreuzer an. Wird gemacht. So. Mein Geschäft. Zack, wir wollen hier schon eben unsere Position sichern. Ja, es ist ein bisschen blöd, dass der Xanthos jetzt hier gleich angreifen wird, weil der wird aktiviert, wie ihr seht. Meine Scans zeigen, dass der Xanthos auf einen Gorgonenkreuzer zuhält. Machen Sie sich bereit, ihn zu kontern. Er aktiviert einen Flammenwerfer und eine panzerbrechende Magnetkanone. Nicht genügend Mineralien. Alles klar. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Das heißt, sowohl gegen Bio als auch gegen... In Bewegung. Nicht Bio ist es leider nicht so wild. Also nicht so schlecht für ihn. Wie schnell ist der denn bitte? Auf dem Weg. Wäre halt cool, wenn wir eine Dingens hätten. Eröffne das Feuer. Ist klar. Nähere mich. Ach, eigentlich müssen wir erst den Flammenwerfer ausschalten, tatsächlich. Gehe in die Offensive. In Bewegung. Leite Angriff ein. Eröffne das Feuer. Feindkontakt. Ziel wird ausgeschaltet. Nova hier. Bestätigt. Alter! Geschäftlich. Das macht ja ganz schön viel Schaden, würde ich mal sagen. Los, lauter! Abmarschbereit! Los, geladen! Jetzt haben wir natürlich eine Nuklearrakete, wo spannende Phase leider schon durch ist. Bereit machen, Jungs! Verstanden! Muss ein Gorgonenkreuz überleben oder müssen alle überleben? Verdammt! Sie haben einen von unseren Gorgonenkreuzern zerstört.
Wann ist denn Nova endlich wieder da? Wir brauchen dich, Nova. Ich fürchte fast, wir müssen gleich schon wieder neu anfangen, ja? Wir müssen uns für Reparaturen zurückziehen, aber dafür haben wir danach mehr Feuerkraft. Jetzt wieder zurück. Xanthos ist jetzt verwundbar, Nova, aber sie müssen sich erst bis zu ihm durchkämpfen. Ja, das wird wohl nichts. Und so wie ich jetzt das vermute, wird jetzt gleich auch einfach ein Angriff kommen. Aber wir sollten trotzdem da oben mal aufräumen. Laut und deutlich. Bitte bestätigen. Los, los, los! Warum habe ich eigentlich keine weiteren WBFs gebaut? Statusbericht? Nova, hier spricht der Kommandant der Hyperion. Wir bereiten einen Angriff auf die Verteidiger der Menschheit vor, die den Xanthos bewachen. Klingt nach Spaß. Ich bin dabei und bringe etwas Verstärkung mit. Wie bitte? Nähere mich dem Ziel. Das kriege ich hin. Der wird repariert. Nach oben kommt jetzt die Hyperion. Ich höre. Okay, also ich glaube, was ich hier gerade mache, ist nicht so das Allerklügste, wenn wir ehrlich sind. Aber ich mache trotzdem weiter damit. Also möglicherweise müssten wir jetzt hier die Hyperion gerade beschützen. Ich glaube, das würde von uns eigentlich erwartet. So, die gehören zu uns, ne? Ja. Das ist doch schon mal gut. Wir halten wir nicht aus. Wir ziehen uns vorerst zurück. Wird gemacht. So, immerhin hier können wir jetzt mal langsam ankommen. Oh nein! Rein geschäftlich. Wie ja, bitte? Hier würde man sich jetzt eine U-Bahn wünschen. Ziel wird ausgeschaltet. Schon erledigt. Leite Angriff. Oder eine Nova, die schnell zurückkommt. Eröffne das Feuer. Los, los, los! Rein geschäftlich. Kaum noch erwarten. Nova hier. Hier komm ich. Ich höre. So. Bereiten Sie einen weiteren Angriff vor. Wir haben schon zu lange gewartet. Auf dem Weg. Ich hoffe, er geht jetzt auch wieder hier unten drauf. Weil sonst wäre blöd. Bitte bestätigen. Warten. Lesen der Boss. Ach, hier unten kommt noch was. Ja, ist natürlich. Davis lenkt den Xanthos zu einem Gorgonenkreuzer der Liga. Sie haben eine neue Sektion aktiviert, die Luftüberlegenheitsjäger bereitstellen kann. Gehe in die Offen. So, wir müssen jetzt irgendwie da oben hin. Wie sollen wir das denn machen? Nova hier. Und hier wäre auch eine Expansionsmöglichkeit, fällt mir gerade erst auf. Also ich denke, wir werden mal in diesem Versuch erstmal versuchen, die Mission kennenzulernen. Das andere wird wohl nicht klappen. Bisschen blöd, aber kann man nicht ändern. Ja, mach! Schmeiß die Nuke endlich! Nicht eingeschlagen. Oder wie sehe ich das? Aber sicher. Kann kaum noch erwarten. Kommt noch. Bereit machen, Jungs. Okay, also ich würde mal sagen, das schaffen wir so nicht. Ich werde mal die Mission neu starten jetzt schon. Was machen wir denn dagegen? Meine Güte, ist das ein starkes Ding. Wir können natürlich direkt am Anfang versuchen, unten den Weg freizuräumen. Dann können wir schon mal mehr draufschießen. Nuke hat den ja irgendwie überhaupt nicht interessiert. Aber es kann sein, dass die Nuke auch gecancelt wurde. Das ist auch möglich. Der Xanthos befindet sich derzeit hier, Nova. Admiral Horners Truppen haben bei den angedockten Gorgonenkreuzern Stellung bezogen. Ich habe mir gedacht, dass es nützlich sein könnte, nochmal die Frequenzen der Verteidiger anzuhören. Machen Sie sich bereit zum Ausrücken!
Eher werden wir für Arcturus sterben, als seinem Mörder wir zu dienen. Wir könnten halt wirklich direkt auf schwere Kreuzer gehen. Ich glaube, das probieren wir auch. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Wir probieren das mal. Ob das nicht funktioniert, weiß ich nicht. Aber wir haben relativ viel Gas vorhin gehabt, weil wir auch nichts gebaut haben, was wirklich auf Gas basiert hat. Wir haben Gesellschaft. Es ist der Ghost, der entkommen ist. Natürlich. Wir werden uns um sie kümmern. So, jetzt kommt hoffentlich erstmal der Stoßzug von dort, dann kommt der von der unteren Seite und dann können wir uns eben nach unten vorarbeiten. Nicht genügend Mineralien. So ist der Plan. Fertiggestellt. Sie bitte. Ziel wird aufgeschaltet. Nein. So. Angriff ein. Was? Status verlichtet. Zack. Wir hätten hier natürlich mal eben schon mal ein Tech Lab dran setzen können. Wäre jetzt nicht sehr unklug gewesen. Was jagen wir hoch? Zack. Lauter. Ein Stück nach vorne. Zack. Wenn wir es nicht klug machen, können wir vielleicht schon mal ein bisschen den Weg freiräumen, bevor von dort was kommt. Erweiterung fertiggestellt. Schon erledigt. Statusbericht? Warum ist denn hier eigentlich nichts auf den Hotkeys? Nicht genügend Mineralien. Rein geschätzt. Rücken Sie mit dem Xanthos vor und greifen Sie einen Gorgonenkreuzer an. Ich höre. Ja. Statusbericht? Habe ich jetzt einen. Bitte bestätigen. Kreuzer bauen. Wir haben halt nix. Wir haben einfach nix. In Bewegung. Ich würde sagen, wir können den nicht angreifen. Im ersten Schritt. Wir müssen erst auf schwere Kreuzer sparen. Meine Scans zeigen, dass der Xanthos auf einen Gorgonenkreuzer zuhält. Machen Sie sich bereit, ihn zu kontern. Ja, wie soll man das denn machen? Er aktiviert einen Flammenwerfer und eine panzerbrechende Magnetkanone. Also ich weiß halt nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, hier weiter erstmal zu Makron. Oder direkt anders. Ich glaube, wir sparen einfach mal auf zwei schwere Kreuzer und schauen, ob das mit denen besser geht. Ob das dann so ist, weiß ich allerdings nicht. Möglicherweise ist das auch völliger Quatsch. Aber wir müssen jetzt. Also, wir können mit dem, was wir jetzt haben, nicht angreifen. Das geht einfach nicht. Wir brauchen das hier. Dort eine Gegenwehr steht. Oh, hier wären übrigens Ressourcen. Die wären natürlich auch nicht schlecht. Die Ressourcen sind bisher noch. Bisschen Mangelware. So, wir haben den ersten schweren Kreuzer. Kann taktischen Warschwung, hat auch direkt eine Yamato-Kanone. Das hatte ich mir erhofft, tatsächlich. So, und wir holen jetzt, sobald wir uns. Na, können wir nicht leisten. Wir wollen erstmal mehr Gas vor allen Dingen. Statusbericht? So, im nächsten Schritt Verdammt. Wird jetzt. Sie haben einen von unseren Gorgonenkreuzern zerstört. Nicht genügend Nuklearrakete. Wir werden jetzt uns gleich einfach mit der Hyperium zusammen auf den Weg nach vorne machen. Versuchen es zumindest. Ich denke, was anderes wird nicht im Bereich des Machbaren sein. So, wir sollten uns auch langsam hier schon das zweite Dings holen. Von wo war jetzt nochmal der Angriff gekommen? Von unten oder von oben? Das weiß ich leider gerade nicht mehr so richtig. Wie lange auch so ein schwerer Kreuzer braucht. 90 Sekunden ist halt ewig ins Dunkel. Zack. Dann wird das hier direkt. Ja, wäre halt gut zu wissen, ne? Ob er jetzt von unten oder von oben kommt. Ich stelle jetzt tatsächlich beide, weil ich ihnen jetzt hier nicht geholfen habe. Ja, ne? Der ein paar Mal draufgeschossen, hätten wir den zweiten noch überleben lassen können. Ein weiterer Gorgonenkreuzer wurde zerstört. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich hier leider ein bisschen ernster seine Verteidigung machen, so wie es aussieht. Wie schnell der einfach unterwegs ist. Sie wünschen. Statusbericht? Auf dem Weg. Das geht nicht. Ich muss auch hoffen, dass wir jetzt hier schnell zerstören. Wir müssen unsere Reparaturen zurückziehen, aber dafür haben wir danach mehr Feuerkraft. Xanthos ist jetzt verwundbar, Nova. Aber sie müssen sich erst bis zu ihm durchkämpfen. Ja, Nova, das ist so einfach. Rein geschäftlich. So, ich glaube, der Angriff kam von der Seite. Auf jeden Fall kommt jetzt gleich die Hyperion erst. Und so viel mehr Gas, klar. Ich höre. Wir haben zwei schwere Kreuzer.
Wie bitte? Wir werden jetzt einmal versuchen, gleich auf dem Weg nach vorne zu machen, sobald, wie gesagt, diese Hyperion einmal klingelt. Das hat mich jetzt gleich der Fall ist. Nova, da ist sie. Hier spricht der Kommandant der Hyperion. Wir bereiten einen Angriff auf die Verteidiger der Menschheit vor, die den Xanthos bewachen. Klingt nach Spaß. Ich bin dabei und bringe etwas Verstärkung mit. Leite Angriff. DBS bereit. Ist klar. Zack. Wir brauchen übrigens bald noch einen neuen Starport. Hoffentlich. Schlechte. Was nicht passt, nur zu. Wer hat die Flotte gerufen? Auf dem Weg. Ja, vielleicht, liebe Hyperion, schießt du mal auf die Gegner. Danke. Bitte bestätigen. Wird gemacht. Kreuzer einsatzbereit. Nova hier. So. Gehe in die Offensive. Hier komm ich! Zack. Nicht genug des Pingas. Das hat sich hier fast sogar drei auf einmal schon leisten. Das ist doch schon mal sehr erfreulich. Auf dem Weg. Erfreulich, nicht erfreulich. So, aber ich habe, glaube ich, fast nichts mehr, ne? Bereiten Sie einen weiteren Angriff vor. Okay, dann ziehen wir uns jetzt zurück. Hierhin. Laut und deutlich. Mehr halten wir nicht aus. Wir ziehen uns vorerst zurück. Ja, das ist euer gutes Recht. Jawohl! Speichern wir eben schnell. Davis lenkt den Xanthos zu einem Gorgonenkreuzer der Liga. Schlecht. Sie haben eine neue Sektion aktiviert, die Luftüberlegenheitsjäger bereitstellen kann. Bitte besteht. Nova hier. So, ja, jetzt müssen wir hier irgendwie mal angreifen. Wie bitte? Müssen zumindest ein bisschen Schaden machen. Solange die, am besten solange die dabei sind, noch ein bisschen. Laut und deutlich. Wer hat die Flotte gerufen? Der Xanthos benötigt Reparaturen. So, das lief doch schon mal deutlich besser als schon mal. So, die müssen wir halt einfach bauen hier, um unsere Mineralien zu nutzen. So, dann reparieren wir mal eben unsere schweren Kreuzer. Das wäre halt auch nicht schlecht, wenn wir dieses Upgrade mal langsam bekämen. Das kostet halt alles so viel Gas. Wie bitte? Das kostet alles so viel Gas. Ich höre. Statusbericht. So. Ich führe eine weitere Attacke gegen den Xanthos an. Sie dürfen uns gerne unterstützen. Nett. Bitte bestätigen. Doch glatt. Nuklearrakete bereit. So, und immer sobald es geht. Neun schweren Kreuzer bauen. Wie bitte? Schon erledigt. Statusbericht. Wer hat die Flotte gerufen? Auf dem Weg. Nicht genug des Pingas. Depot. Es ist eine Falle. Hier komm ich. Nicht genug des Pingas. Sind hier auch schon schwere Kreuzer. Los, los, los! Schon erledigt. Bitte nicht die Hyperion direkt in die Nix reinfliegen. Vielen Dank. Los, los, los! Das Problem ist, hier ist gar kein Gorgonenkreuzer. Das heißt, so viel hilft das hier gar nicht. Nähere mich dem Ziel. Schon.
Nuklearsenal einsatzbereit, General. Gut. Sie sind zum Angriff autorisiert. Wer hat die Flotte gerufen? Nicht schön. Überhaupt nicht schön. Wir werden zurückgedrängt. Wir müssen bald einen weiteren Gorgonenkreuzer angreifen. Dieser Ghost wird jede Verzögerung ausnutzen. Ja. Geh wieder zurück. Das muss sich Hyperion erstmal erholen. Wir verschwinden für eine Weile, Nova. Abschuss festgestellt. Durchgeladen und entsichert. Starten Sie jetzt einen Angriff. Valerian steht der Befehl über die Flotte seines Vaters nicht zu. Der Xanthos geht in Angriffsstellung, Nova. Okay, da war die Mühe. Geschäftlich. Ziemlich offensichtlich, wo sie war. Kaum noch erwarten. Wir könnten dir etwas Hilfe geben. So. Bitte bestätigen. Durchgeladen und endlich. Wer hat die Flotte gerufen? Das Problem ist, wir müssten ihn jetzt hier eigentlich dringend unterstützen, aber wir haben gerade nichts zum Unterstützen. Aber sicher. Aus der Bahn. Weil dieser Gorgonenkreuzer wird jetzt fallen. Frage ist, auf welchen geht er danach? Also den können wir ihn leider nicht unterstützen. Das hilft leider nichts. Nicht genug des Blinders. Und die vierten. Bitte bestätigen. Dran. Das ist leider gefallen. Nicht genug des Blinders. Wer hat die Flotte gerufen? So, wir machen uns auf jeden Fall auf den Weg hier nach vorne. Davis Truppen haben ein weiteres Schiff der Liga ausgeschaltet. Bereit. Erweiterung, das ist bestellt. Ziel wird. Wie bitte? Ich höre. Wer hat die Flotte gerufen? Erweiterung fertiggestellt. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Leider besteht meine Flotte kaum noch. Warum sind diese Sachen eigentlich alle hier nicht dabei? Nicht genügend. Das würde halt sehr viel mehr helfen. Und warum haben wir 11 Idle Worker? Opa ist ja leider schon tot. Was nicht gut ist für uns. Wir wollen hoffen, dass wir gleich nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Terranische nicht genügend Mineralien. Liga noch mal ein bisschen helfen kann. Bereit machen, Jungs. Jetzt geht's rund. Kann's kaum noch erwarten. Dem ist hier steht halt noch viel rum. Wir können also auch nicht so wirklich unterstützen. Schon erledigt. Leiter an die Raketen. Nova hier. In Bewegung. Eröffne das Feuer. Laut und deutlich. Feindkontakt. Rückzug! Unsere Waffensysteme versagen. Laut und deutlich. So, ich denke, die Hyperion wird sich jetzt wieder einmischen wollen. Für den General! Bestätigt. Nicht genügend Mineralien. Wer hat die Flotte gerufen? Eigentlich wieder einen schweren Kreuzer. Wer hat die Flotte gerufen? Oder auch zwei. Nicht genügend Mineralien. Bräuchten weitere. Nicht genügend Mineralien. Hyperion. Nicht genügend Mineralien. Ich hoffe, du kommst jetzt mal. Wäre jetzt nicht schlecht tatsächlich. Wir halten auf den Xanthos zu, Nova. Wäre schön, wenn sie mit von der Partie wären. Auf dem Weg. Mich hat halt leider nicht gefeuert, weil Nova gestorben ist. Hallo Hyperion, wie lange braucht die denn, um sich aufzubauen? Das gibt's doch nicht. Und warum schießt sie? Okay, jetzt schießt sie. Holen Sie mir Spawn. Wir müssen das Schiff wieder zusammenflicken. Das hat ja nicht viel gebracht.
Nicht gut, überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Nova ist endlich mal wieder kampfbereit. Möchte endlich auch mal wieder mitkämpfen. Nee, für Upgrades. Alles 3-3. Ja, das wird nichts mehr. Ja, Commander. Statusbericht? Ich fürchte, da dürfen wir nochmal starten. Wird gemacht. Wie bitte? Und selbst wenn wir das jetzt abwehren, haben wir halt gleich nichts mehr. Soll ich halt doch wieder auf Mars Marines gehen? Ich höre. Wobei ich glaube, das, was wir hier probiert haben, war nicht so schlecht, aber wir haben halt nicht so vernünftig dabei reagiert, wie wir es hätten sollen. Bitte bestätigen. Nicht genügend Mineralien. Hier ist vor allen Dingen auch fast nichts mehr. Damit auf dem Weg. Mehr. Wir haben nicht viel Zeit. Rücken Sie zu einem Gorgonenkreuzer vor. Der Xanthos geht in Angriffsstellung. Wo ist denn eigentlich der Noob? Schon wieder mitten in unserer Base, ne? Möglicherweise neben unseren Truppen. Wer hat die Flotte gerufen? Nicht genügend Mineralien. So, wir müssen hier wieder zum Xanthos dazu. Nova hier. Alter. Bestätigt. Schon erledigt. Sie wünscht. Bitte bestätigen. Das ist halt sauschwer. Naja, ich würde sagen, das wird nichts mehr für uns. Wir müssen uns einen neuen Plan überlegen. Das werde ich bis zur nächsten Folge machen. Und das war es jetzt für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten rechts wäre ein anderes Projekt von mir. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.